So, und weiter geht's mit der Mission Verlorenes Paradies. Die ist in Anführungszeichen nur eine relativ simple Katz-Mission. Ich glaube aber, so einfach war es dann doch nicht, weil hier nach jeder Runde relativ nah ein paar Beißer spawnen. Dahingehend könnte das dann gegen Ende hin natürlich etwas spannender werden. Aber mit einer geladenen Michonne und dem Verwurzelstern sollte das schon auch gut machbar sein. Beziehungsweise auch ohne Verwurzelstern, sondern mit dem einfachen Morgenstern ist das gut handelbar. Aber halt trotzdem hier dann eventuell gegen Ende dann doch mit Mercer und Yumiko zu spielen, um dort die Beißer relativ schnell klein zu kriegen. Natürlich kann man es auch wieder mit Tyrese spielen, aber da müsst ihr natürlich trotzdem etwas besser aufpassen, sage ich mal. Oder vielleicht ist auch Tyrese und Mercer hier eine gute Variante. Ciao!